Und herzlich willkommen, lieber Lokführer. Sie fahren heute den Eurocity 231 von Hamburg nach Kopenhagen, auf dem Teilstück von Lübeck nach Oldenburg bis nach Puttgarden. Achten Sie auf Ihren Fahrplan, denn Ihr Zug muss die Fähre nach Dänemark erreichen. Öffnen Sie nur die Türen und lassen Sie Ihre Fahrgäste einsteigen. Ihre Abfahrtszeit ist um 8.06 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Und damit recht herzlich willkommen hier im IC3 oder auch der Gummilippe, wie sie genannt wird, von der dänischen Staatsbahn. Wir starten heute unsere Fahrt im Bahnhof von Lübeck und wer sich so ein bisschen hier auskennt im Bereich der Vogelfluglinie, der weiß, dass wir heute Richtung Puttgarden fahren werden und während dieser Fahrt einige, ja, ich würde schon behaupten, interessante Dinge sehen werden. Wir starten unsere Fahrt möglichst pünktlich hier in Lübeck und ja, fahren dann nach Möglichkeit gleich aus. Das Signal dort vorne, habe ich schon bemerkt, hat sich etwas versteckt. Merkt man auch nur dann, wenn man hier ein bisschen streckenkundig ist. Und ja, alles in allem, die Fahrt fängt hier in Lübeck Hauptbahnhof an und ja, führt uns Richtung Puttgarden. Ich würde mal so behaupten, das wohl imposanteste auf der Strecke wird die Fehmarnsundbrücke sein, welche wir überqueren werden. Und ja, alles in allem würde ich mal sagen, lass dich überraschen, was uns in der heutigen Fahrt ja, so begegnen oder was uns da begegnen wird. Wir schalten hier im Führerstand erst einmal das Licht ein, damit wir hier drin auch was sehen. So, die Instrumentenbeleuchtung, die müsste, glaube ich, hier drüben zu aktivieren sein irgendwo. Ah, eine Cabin Light war das, glaube ich, nicht mit. Ach genau, okay, wir können hier entsprechend wählen, welche Helligkeitsstufen wir haben wollen, genau. So war das. Ja, eine PZB haben wir auf diesem Triebwagen hier leider nicht mit an Bord. Die echten IC3-Züge von der dänischen Staatsbahn, die besitzen durchaus auch die PZB-Einrichtung, jedoch das sind glaube ich nur 19 Einheiten, die entsprechend mit PZB ausgerüstet sind. Aber ein Großteil der Züge wird auch auf das, ja, sag mal, aktuellere Zugsicherungssystem, wenn man es so bezeichnen möchte, ETCS umgerüstet. Und ETCS gilt ja so als der ja, mögliche Ablöser der PZB und andere Zugsicherungssysteme in Deutschland. Mal schauen, was uns da in der Zukunft noch ereilen wird. Gut, die Türen haben sich geschlossen und wir können auch direkt abfahren, setzen uns vorne in den Führerstand hinein, Fahrtrichtungssender geht nach vorne, können wir hier einstellen quasi mit den kleinen Knöpfchen und dann verlegen wir den Fahr- und Bremsschalter nach vorne. Wir fahren etwas langsamer mal aus dem Bahnhof raus, denn hier vorne auch bei dem Signal bin ich mir nicht ganz sicher, ob es schon auf freier Fahrt steht, aber ich kann hier schon so eine grüne Umrandung erkennen und demnach genau ist das hier freie Fahrt. Ich sehe hier oben gerade schon ein bisschen eine Oberleitung. Die hat man an der Stelle womöglich vergessen. Da hängt nur so ein kleines Stückchen. Ist aber nicht ganz so schlimm. Da kann ich drüber hinwegsehen. So, Leistung aufschalten. Und dann vorerst auf 60 km pro Stunde beschleunigen. Das Schöne ist auch, während der heutigen Fahrt wird uns hier im Zug die ganze Zeit eigentlich die Höchstgeschwindigkeit angezeigt. In Natura wäre das nicht so, weil der Zug eben nicht mit dem, ATC-System hier unterwegs wäre. Das wäre dann speziell auf dänischer Seite im Einsatz. Und ich glaube auch in Schweden findet das ATC einen Einsatz. Aber mehr dazu dann während der Fahrt. So, hier drüben steht noch ein Nahverkehrszug. Das ist jetzt ein bisschen problematisch hier mit der Kamera, weil irgendwie kann man die nur innen durchschwenken. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber na gut. So. Ja, das klingt doch schon mal wunderbar. Jetzt haben wir in drei Sprachen gehört, dass wir als nächstes in Oldenburg anhalten, hier in Schleswig-Holstein. Ist in diesem Zug nicht erlaubt. Rückweg
We can take out the Death Tower. Smoking is not allowed in this train. Okay, und das Rauchen ist scheinbar auch nicht erlaubt, wenn ich die Ansage gerade richtig verstanden habe. Ja, wir haben hier multilinguale Ansagen, hast du wahrscheinlich gerade schon gehört. Das müsste jetzt Deutsch gewesen sein, Englisch und entsprechend Dänisch. Wir sind ja im Zug der dänischen Staatsbahn unterwegs. Und ja, Gegenzug ist gerade auch schon vorbeigekommen, mit einer 151er vorne dran und Containerwagen. Und eines der, ja, oder einer der größten Unterschiede zwischen der Freeware-Variante von dieser ja, sogenannten Gummilippe, dem ICE3, und der Variante, die hier eben mit von GBE geliefert wird, ist der Unterschied, dass wir eben eine sogenannte Innenansicht haben und uns damit auch in die Perspektive eines Fahrgasts versetzen können. Den Zug lassen wir jetzt noch ganz kurz hier unter uns durchzischen und dann wechseln wir nochmal ganz kurz rein, um zu schauen, wie es hier drin aussieht. Wir haben eigentlich so eine relativ typische Aufteilung, wie man sie aus einem normalen Regionaltriebwagen auch aus Deutschland kennt. Tische, Sitzbänke, Sitzreihen, kleinere Abteile, je nachdem halt auch, wo man gebucht hat. Zugzielanzeigen im Zug und ja, Lüftungen sind wahrscheinlich wieder hier unten eingebaut, so wie man das auch von ja, 612er eigentlich kennt. Ich würde sogar behaupten, dass der ein relatives Äquivalent zu diesem Triebwagen hier darstellt, wenn dieser hier auch keine Neigetechnik mit an Bord hat. So, wir schalten nochmal die Leistung hoch. 120 dürfen wir fahren. Und wenn das hier unten stimmt, dann gehe ich mal davon aus, dass wir dann gleich 140 fahren werden. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Weil, wie gesagt, ADC hätten wir normalerweise auf dieser Strecke hier eigentlich nicht. So, uns kommt die V200 entgegen. Wunderbar. Wahrscheinlich mit einem Sonderzug. Und die hält sogar im Bahnhof an. Ja, gerade die V200er sind hier zu Bundesbahnzeiten relativ oft auf der Strecke anzutreffen gewesen. Die Vogelfluglinie war so ja, mit eines der Aushängeschilder für diese Baureihe. Und genau hier 140. Wunderbar. Ja, und auch zum langjährigen Bestehen der Vogelfluglinie sind die V200er noch einmal vor entsprechenden Sonderzügen auf dieser Strecke gefahren. Passt wunderbar. Hier zweigt jetzt auch kurz nach Lübeck eine Strecke schon ab, die wahrscheinlich eine andere Richtung einschlägt. Ich denke mal, da geht es dann, ja, wie es der Portalname hier schon verrät, in Richtung Kiel. Und da kann dann sicherlich auch über die Festlandverbindung Dänemark erreicht werden. So, wir nehmen hier wieder ein bisschen Leistung raus. Der Zug hat jetzt einigermaßen Geschwindigkeit aufgenommen und dann lassen wir den nach Möglichkeit eben rollen. Wir werden auch während der gesamten Fahrt hier mit Diesel unterwegs sein, beziehungsweise ja, keine mit Oberleitung überspannten Abschnitte weiterhin sehen. Die einzigen Bereiche, wo Oberleitung vorhanden sind die Bereiche in Kiel, nicht in Kiel, in Lübeck und ja, der engeren Umgebung. Aber ansonsten sind wir hier wirklich vollkommen auf Diesel angewiesen. Was auch einer der Gründe dafür war, wieso die Deutsche Bahn auf dieser Strecke den ICE TD lange Zeit eingesetzt hat. Unter anderem das auch in Kooperation mit der dänischen Staatsbahn. Da gab es auch, wie ich finde, eine relativ schöne Lackierung. Und zwar wurde der ICE TD damals in so einer Art ja, Ultramarinblau, Dunkelblau, Ozeanblau abgesetzt. Mit so naja, weißen Lichtstreifen oder lichtgrauen Farbstreifen. Sieht echt schön aus. Wer sich dafür interessiert, einfach mal im Internet eingeben. DSB ICE TD. Gibt's schöne Bilder dazu. Der ICE TD müsste aktuell, oder zumindest einige dieser Einheiten, für DB Netz im Verkehr sein, als sogenanntes Advanced Train Lab. In dem Zug werden halt ja sämtliche Sachen, wie man es aus einem Labor kennt, erprobt und ertestet. Das ist quasi so das ja, rollende Labor von der DB Netz AG. Oder der DB Systemtechnik, so müssten sie sich nennen. So, wir brauchen wieder ein bisschen mehr Leistung, damit der Zug die 140 hält. Höchstgeschwindigkeit während der heutigen Fahrt wird 160 km pro Stunde sein. Grund dafür kennen wir wahrscheinlich alle. Ist einfach der Tatsache geschuldet, dass Fahrten ohne PZB in Deutschland maximal bis 160 Fahrten mit PZB maximal mit 160 km pro Stunde durchgeführt werden dürfen. Da drüben haben wir noch mal ein paar Pferde, wenn ich das richtig sehe.
Und mich wundert es hier gerade so ein bisschen, dass der Bahnübergang nicht mal eine Pfeiftafel hat. Oder halt in echt irgendwie ein Andreaskreuz. Aber na gut. Was mir aber wiederum sehr gefällt, das können wir hier drüben sehr, sehr schön sehen, wir haben 3D-Bäume. Also keine sogenannten Pappbäume, die sich quasi dauerhaft nur mit uns mitdrehen. Die sind auch auf der Strecke mit verbaut, ja, aber das hat, denke ich mal, den Hintergrund, dass man eben hier relativ ressourcenschonend rangehen möchte, so dass eben, ja, um den Train-Simulator zu spielen, keine Hochleistungshardware benötigt wird, sondern man auch mit normaler Rechentechnik gut auskommt. Wir sollten auch mal gucken, wann Oldenburg kommt. So, Timmendorfer Strand. Ah, wunderbar. Hier war ich sogar schon mal. Im Urlaub. Der Timmendorfer Strand, der müsste doch direkt am Meer liegen, oder? Oder war das an einem größeren See? Wir gucken gleich mal. Und fliegen kurz nach oben weg. Ja, ich denke mal, hier hinten kommt dann unmittelbar das Meer irgendwo. Müsste hier so jetzt in Fahrtrichtung rechts liegen. Aber da war ich schon als kleines Kind. Ich glaube, die haben dort auch am Strand so eine wunderschöne Wasserpumpe. Eignet sich gerade für Ausflüge mit kleineren Kindern. So als kleiner Insider-Tipp vielleicht noch. Nee, alles in allem. Wir sind natürlich im Norden Deutschlands unterwegs und befinden uns hier, ja, zwischen Nord- und Ostsee. Mehr im Bereich der, ja, eigentlichen Ostsee, wenn man so möchte. Und während der Fahrt können wir uns und werden uns dann auch noch mal ganz kurz mit der sogenannten Fehmarnsundbrücke und der Fehmarnbeltquerung beschäftigen. Was es damit aber auf sich hat, das dann etwas kürzer vor Puttgarden, weil das einfach halt dort oben in dem Bereich liegt. Wir werden die Fehmarnsundbrücke selbst überfahren mit bis zu 160 km pro Stunde, aber den Fehmarnbelt oder das Fehmarnbelt werden wir so heute hier nicht sehen. Das ist dann was für eine, naja, etwas andere Fahrt, insofern sie mal in ein paar Jahren fertig werden sollte. Gibt es halt auch einige Naturschützer, die sich dafür einsetzen, dass eben diese Fehmarnbeltquerung unterbunden wird, weil es halt auch mit, ja, ziemlichen Eingriffen in die Umwelt einhergeht. Aber das ist, wie gesagt, ein komplett eigenes Thema. Wir werden es kurz anreißen während der Fahrt. Aber Hauptaugenmerk liegt auch hier auf dem Eisenbahnfahren. So, der Hauptgrund, wieso dieser Zug Gummilippe genannt wird, ist wahrscheinlich schon relativ einleuchtend. Wir haben hier vorne so eine schwarze Front, was eben aus dem Namen auch relativ leicht abgeleitet werden kann. Es handelt sich dabei um eine, ja, Gummilippe, die eben diesen Zug an der Front umspannt. Muss ich noch ein bisschen abbremsen. So, 140 darf gefahren werden. Genau. Der Zug wird halt an der Front und hinten, je nachdem, in welcher Fahrtrichtung wir halt unterwegs sind, mit so einer Gummilippe umspannt. Dieser dient quasi, oder diese dient quasi wie so eine Art, ja, Puffer, wobei wir natürlich auch hier unten nochmal die Mittelpufferkupplung haben, vom Typ Scharfenbergkupplung, wenn ich das jetzt so sehe. Des Weiteren gibt es auch bei der dänischen Staatsbahn unterschiedliche IC-Garnituren. IC2, ICE3, nicht IC, sorry, IC3. Das sind jeweils solche Triebwagen, welche auch teilweise untereinander kompatibel sind. Kommt halt immer darauf an, ob es derselbe Kupplungstyp ist, ob die, ja, Variationen der Baureihe da miteinander harmonieren. Es gibt ja zum Beispiel auch in Deutschland von der Baureihe her gleiche Lokomotiven oder Triebfahrzeuge, die aber aufgrund von Softwareproblemen einfach inkompatibel sind zueinander. Relativ schade, aber ja, kommt halt manchmal auch vor. Aber ich denke mal schon, dass da die dänische Staatsbahn entsprechend, ja, überlegt hat und besonders im Bereich der IC3-Flotte auch die Fahrzeuge, ja, untereinander kompatibel gemacht hat. So, der Bahnhof Oldenburg in Holstein kommt in ca. 30 Kilometern. Und wenn wir der Kilometrierung folgen, wäre das ungefähr beim Streckenkilometer, ja, 54. Das können wir uns schon mal so im Hinterkopf behalten. Hier sieht man schon, man fährt durch relativ dicht bewaldetes Gebiet. Oder zumindest die Strecke ist damit relativ stark umzingelt. Und
das ist hier auch wirklich gerade in der ländlichen Gegend so eine schöne Abwechslung aus ja, 3D-Objekten und 2D-Pappen. Was jetzt übrigens nicht abwertend klingen soll, aber man nennt halt einfach in der Modellierungsszene diese Bäume, die halt aus 2D-Texturen nur bestehen, ja, entsprechend Pappen, weil sie sich halt mit der Ausrichtung des entsprechenden Blickfeldes des Spielers mitbewegen. Und das ähnelt halt einer Pappe. Daher der Name. So, hier drüben sehen wir schon mal ein Abstellglas. Und es scheint auch der Farbe der Schienen nach zu urteilen, nicht mehr so wirklich im Einsatz zu sein. Weil in der Regel, wenn Schienen befahren werden, kann ich auch gleich nochmal zeigen, dann haben wir eben eine Schienenoberkante, die entsprechend so silbern ist. Und wenn sie nicht befahren werden, ja, sind sie rostig, dunkelbraun, genauso wie das hier auf der Seite ist. Und man sieht auch hier schon, das Signal ist in Betrieb, das hier drüben scheinbar nicht so. Wahrscheinlich hat das Gleis ja auch gar keinen Anschluss mehr. Sieht man hier ganz gut. Aber ich gehe davon aus, dass dieses Gleis an der Stelle mal zweigleisig war, oder dieser Streckenabschnitt. Aber aufgrund von ja, Modernisierungsarbeiten oder ja, Instandhaltungsarbeiten dann irgendwann mal weichen musste. Ja, wir müssen ein bisschen stärker bremsen, dort vorne kommt schon die 100er Stelle. Wir haben so in der Regel 1 Kilometer, um eben abzubremsen auf die angekündigte Zielgeschwindigkeit. Genau. Und dann mit dem Einfahrsignal hier wahrscheinlich für den nächsten Bahnhof. Wir fahren durch Neustadt. Das gibt es auch zigmal in Deutschland. Deshalb hier auch der Namenszusatz Holstein. Hm, 628er und 928er Triebwagen. Die wurden ja auch von GBE schon mal hergestellt oder entwickelt. Und das werden auch die entsprechenden Fahrzeuge sein. Hier daneben noch so ein paar Wagen beladen mit Holz. Weiß ich jetzt gar nicht, ob die hier oben so typisch als Einsatzgebiet ihren Zweck finden. Aber im Simulator muss man halt auch immer so ein bisschen mit den ja, vorhandenen Assets, den vorhandenen Rollmaterialien arbeiten. Und da passt es schon ganz gut, wenn man die hier mal mit reinstellt. Es könnte außerdem auch sein, dass diese Holzstämme nach Dänemark überführt werden, dass sie dort abgestellt wurden, erstmal nur von der Rangierlok. Und dass sie dann eben von einem anderen Zug eingesammelt werden. Das ist auch wirklich durchaus gut möglich. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass eigentlich gerade in Dänemark und überhaupt den ja, skandischen Ländern, dass dort relativ viel Holz vorhanden ist. Und dass es eher sich umgekehrt bewegt. Also vielleicht wurde die Holzware da auch schon auf der Fähre in Puttgarden entladen und hierher verschifft. Oder ja, mit dem Zug hergefahren, aber zuvor halt verschifft. So, 90 haben wir auf dem Tau und die 90er Stelle kommt dort vorne. Genau, wird auch wunderbar hier unten angezeigt. Und laut der Anzeige geht es dann gleich weiter mit 100. Das scheint hier wie so eine Art LZB zu funktionieren, dass wir hier an der Seite so eine Anzeige haben, wann eben der entsprechende ja, Geschwindigkeitsabschnitt erreicht ist. Und sich danach dann hier diese Tachonadel ausrichtet. So, Fahrstufe 1. Die Fahrstufen können übrigens hier drüben eingesehen werden. Da haben wir dann so einen elektronischen Counter, sage ich mal. Jetzt haben wir einen Leerlauf. Und hier drüben diese 1, das müsste dann... Ich weiß gar nicht, ob das die Bremse darstellt. Nee, weiß ich jetzt gar nicht, was die 1 hier drüben explizit steht. Fahrtrichtung könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass er die anzeigt. Auf jeden Fall hier daneben die Bremsanzeigen für die Bremszylinder selbst und natürlich die Hauptluftleitung. Das kennt man eigentlich so, ja, auch aus allen anderen Fahrzeugen. Fahrzeugmonitor direkt daneben, hier drüben diverse Anzeigen für Batteriespannung und so weiter. Sämtliche technische Defekte, die eben vom Fahrzeug ausgehend angezeigt werden können. Dann hier oben das ATC-System. Können wir hier übrigens auch ausschalten. Und ja, die Anzeigen für die Höchstgeschwindigkeit. 180 km pro Stunde kann dieser Zug insgesamt fahren.
Und wenn ich das hier oben lese, i-Tunnel, wahrscheinlich im Tunnel als Übersetzung, wäre dann wahrscheinlich 140 km pro Stunde, wenn man eben durch einen Tunnel fährt. Ja, Signalisierung hier drüben, also zwei rote Lichter kann man einstellen oder drei weiße Spitzenlichter und natürlich ja abgeschaltet. Das sieht man auch von außen, da wurde hier sogar so eine Art Lichteinblendung mit simuliert. Was ich auch ziemlich schick finde, denn wenn wir uns in der Außenansicht befinden, haben wir hier so eine Art, ja, wie von der Sonne, die so eine Einstrahlung im Auge auslöst. Eben auch so ein Regenbogenkreis mit drumherum. Was aber eigentlich nur dann zustande kommt, wenn so ein Licht wirklich sehr, sehr stark aufblendet. So, den Zug lassen wir wieder rollen. Und wir sind viel zu schnell. Das sieht das EVU gar nicht gerne. Genau, und die Strecke ist vor kurzem, zum Zeit der Videoproduktion, von GBE veröffentlicht worden. Die Strecke ist zu finden unter dem Namen Die Vogelfluglinie Lübeck-Puttgarden. Und ja, geschichtstechnisch hat sie auch einiges aufzuweisen. Unter anderem von heftigen Schneestürmen und Schneeverwehungen, die hier in Norddeutschland und überhaupt den skandinavischen Ländern stattfanden. Das war dann so, ich glaube, 70er, 80er Jahre, so eine Drehe. Also ist schon etwas länger her, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Hauptauslastung auf dieser Strecke, ja, die lag auch so in diesem Zeitalter mehr oder weniger drin. Ich würde sogar spontan behaupten, dass so ab den 2000er Jahren eigentlich hier auf dieser Strecke der Personenverkehr immer und immer mehr an Bedeutung verloren hat und vom Güterverkehr an der Stelle mal, ja, ganz zu schweigen. Also die Strecke ist auch hauptsächlich mit Personenverkehr frequentiert. Eurocity-Züge sind hier sehr, sehr lange Zeit gefahren, eben in Kooperation zwischen DSB und DB. Gummilippe war hier der Hauptvertreter mit auf der Schiene, dann der ICE TD lange Zeit gefahren. Sämtlich andere Regionaltriebzüge würde ich jetzt auch noch hier mit einordnen, unter anderem so eine 648er, könnte ich mir gut vorstellen. Linktriebwagen, dann 628, auch gute Möglichkeiten hier Einsatz zu finden. Und ja, ganz klar davor die V200 von der Deutschen Bundesbahn. Die hatte hier auch einige Einsätze. Da müsste es auch sogar eine Postkarte oder nee, eine Briefmarke, genau. Eine Briefmarke geben, wo die V200 auf der Fehmarn-Sundbrücke zu sehen ist. Sehr schönes Motiv. War hier eine 80er-Ankündigung? Nein. Wir bleiben bei 100. Ja, das Horn können wir auch mal hören, ne? Von außen klingt es immer noch ein Ticken besser. Ach, das war jetzt das Licht. Genau, so klingt unsere Gummilippe. Und hier als MFA 5014 gekennzeichnet. Internet haben wir auch, TDC-Hotspot. Genau. Ein wunderschöner Kussmund. Mats Skjern. Sicherlich nicht richtig ausgesprochen. Also an der Stelle schon mal für alle Dänen Entschuldigung. So, allzu weit bis zum Bahnhof von Oldenburg ist es auch nicht mehr. 11 Kilometer. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel plappere und durch den Bahnhof dann noch durchbrause. Das hatten wir, glaube ich, einmal schon, ne? So, meine Leistungsstufe 1 hält sie die Geschwindigkeit auf ziemlich gut, würde ich meinen. Beschleunigen nochmal etwas mehr mit Fahrstufe 3. Dass wir den Zug nochmal auf die Zielgeschwindigkeit hochbringen, 100 km pro Stunde. Und dann belassen wir es wieder bei der Stellung 1. Ja, optisch gefällt mir das Fahrzeug sehr, sehr gut. Gerade auch hier die Innenausgestaltung. Wir haben eine 360 Grad Rundumsicht im Führerstand vorne drin. Die Beleuchtungselemente wurden ziemlich gut nachgebaut, wie ich sagen würde.
einfach weil wir hier halt auch die verschiedenen Helligkeitsstufen simulieren können. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, vom Umfang, was man hier vorne im Führerstand machen kann, ist das Fahrzeug relativ einfach gehalten. Also auch durchaus für jemanden geeignet, der jetzt noch nicht allzu viel Erfahrung mit dem Train-Simulator oder Eisenbahnfahren hat. Und ja, speziell für diejenigen, die eben im Bereich Lübeck, Puttgarden oder dazwischen irgendwo angesiedelt sind, ist das, denke ich mal, auf jeden Fall hier eine Fahrt wert. Und wer sich dafür interessiert, kann das Ganze dann auf der Webseite von Global Bridge Entertainment bestellen. Das Ganze ist auch ein kostenpflichtiges Add-on, was gegen einen entsprechenden Endpreis ja, an dich geliefert werden kann. Link dazu setze ich dir auch, wenn ich es nicht vergesse, unten nochmal in die Videobeschreibung hinein. Und ja, du kannst mir auch gerne deine Erfahrungen mit dieser Strecke, insofern du sie selber hast, oder einfach auch mal deine Beurteilung, wenn du sie eben hier so während der Fahrt mit ja, begutachtest, unten in die Kommentare hineinschreiben. Freue ich mich auf jeden Fall über positives, sowie auch konstruktives, vielleicht auch negatives Feedback. Wichtig ist an der Stelle mir persönlich immer nur, dass es halt konstruktiv ist, sodass eben sowohl der Entwickler davon was hat und gegebenenfalls Verbesserungen vornehmen kann, als auch ja, für meine Videokünste hier. Aber ich denke mal, allzu große Ansprüche werden hier während der heutigen Fahrt nicht an mich gestellt werden, einfach weil wir eben ja, leider keine PZB mit an Bord haben und dadurch ich eigentlich auch so gut wie nichts hier quittieren muss, sondern das auch für mich einfach mal eine entspannte Fahrt werden wird oder bereits ist. Und ja, ansonsten musst du halt möglichst pünktlich abfahren, pünktlichst in den Bahnhöfen ankommen und zwischendurch immer mal das ein oder andere rote Signal erwarten, das dann aber doch eher, wenn du irgendwie ja, Güteraufgaben auf dieser Strecke hier bewältigst. Wobei ich mir da auch ziemlich sicher bin, dass da von GBE sicherlich nochmal einige Szenarien erscheinen werden, so wie das auch bei den anderen Strecken schon war. Teilweise gab es ja auch da diese Weekend-Aufgaben. Manchmal waren die sogar Freeware, also so, dass du quasi nichts dafür bezahlen musstest und hast dann einfach so obendrauf von denen noch ein Szenario mitgeliefert bekommen. Es werden auch zu der Strecke Szenarien geliefert für die Baureihe 628, respektive 928 und natürlich in dem Fall hier sind es zwei Add-ons, glaube ich, oder zwei Szenarien zur Gummilippe. So, das Gleis hier drüben auch wieder. Komplett gesperrt. Die SH2-Tafel kennzeichnet hier das Ende des Schienenweges. Aber man sieht schon, es ist wirklich eine sehr, sehr ländliche Gegend. Wir haben nicht allzu viele Berge mit drin. Das ist richtig was für jemanden, der entspannt hier Eisenbahnfahrspaß genießen möchte. Der Bahnübergang, Schranken sind unten, das ist immer das Wichtigste. Jedenfalls für uns als Triebfahrzeugführer. Denn wenn was passiert, ja, dann sitzen wir leider ganz vorne dran. Hautnah im Geschehen, im wahrsten Sinne des Wortes. So unglücklich wie diese Situation noch manchmal ausgehen kann. Aber in der Regel geht man ja doch mit relativ, oder was heißt in der Regel, die meisten Unfälle, die man eben mitbekommt, da gehen doch die Triebfahrzeugführer relativ glimpflich bei aus. So, 48,6. Ich hatte vorhin sowas angekündigt mit der Entfernung zum nächsten Bahnhof und ich habe mich dann gehalten. Und wir werden auch im entsprechenden Moment dann auch anhalten. Also Oldenburg wird jetzt vielleicht noch 2, 3, 4 Kilometer von uns entfernt sein. Theoretisch müssten es ja um die 4 Kilometer sein, wenn man der Kilometrierung hier auf der Strecke 1:1 vertrauen kann. Ja, 3 Kilometer. Kommt ungefähr hin, ne? Kommt ungefähr hin. Das Ganze ist auch an der Stelle immer auf den Schienenweg berechnet, also nicht auf der Luftlinie. Die Luftlinie beträgt bei ja, Eisenbahnen in der Regel immer ein Stückchen weniger. Einfach dadurch, dass wir halt Gleisbögen mit drin haben und die so oder so uns etwas nehmen von der Entfernung. So, theoretisch hier PZB Wachsamkeitstaste betätigt. Wieder der Mann, Herr.
In paar Minuten kommen wir zu der Oldenburg Holstein. Wir sind verweht, einer der Funnel-Tour her. My ladies and gentlemen, in a few minutes we will arrive at Oldenburg Holstein. We would like to say goodbye to all the passengers that will leave here. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Rückgang bewegt sich rechts. Exit bewegt sich left. Wunderbar. Also man merkt schon auch, im Eurocity hat man sich hier sehr, sehr viel Mühe gegeben, das Ganze in unterschiedlichen Sprachen abzubilden. Und wir werden jetzt erst einmal in Oldenburg in Holstein anhalten. Wir werden hier auch über die Weichenverbindungen geleitet. Betrieben stehen schon wieder Kesselwagen, okay. Weiter geht's mit 80, okay. Müssen wir uns vormerken, damit wir entsprechend nicht zu schnell aus dem Bahnhof wieder ausfahren. Wobei, wir haben ja hier die wunderschöne Anzeige mit drinnen. Von daher können wir eigentlich gar nicht vergessen, wie schnell wir fahren sollen. Ja, beschleunigen lohnt sich jetzt hier nicht nochmal. Ich hatte ein bisschen zu stark schon runtergebremst. Aber das ist für meine Fahrkünste eigentlich so bekannt, ne? Ich bin da immer so eher der zögerliche Fahrer, bevor ich dann doch mal über das Ziel hinausschieße. Und wir werden auch hier im Bahnsteigsbereich mal bitte die Beleuchtung deaktivieren, einfach damit wir hier keine Fahrgäste blenden. Weder mit unserem Anschein, noch dem Anschein dieses wunderschönen Triebwagens. So, wir stehen in Holstein auf Gleis 2 in Oldenburg. Gibt es hier überhaupt ein Gleis 1? Müssen wir gleich mal gucken. So, Türchen auf. Licht wieder an. Na? Das kann sein, das ist manchmal so ein Bug im Train-Simulator. Da muss man einfach nochmal ganz kurz so ein Stückchen nach vorne setzen, den Zug, und kann direkt wieder anhalten. Und dann probiert man es nochmal neu mit den Türen. Die sollten sich jetzt eigentlich öffnen. Wir stehen hier in Oldenburg-Holstein. Es ist 8.38 Uhr und wir sollen hier seit einer Minute schon stehen. Mit geöffneten Türen, wohlgemerkt. Das ist jetzt eher semi-optimal. Wir fahren nochmal ein ganz kleines Stückchen nach vorne bis zur eigentlichen Halttafel. Das ist dieses H, was hier ist. So, und wenn sich jetzt die Tür nicht öffnen lassen, dann haben wir ein etwas größeres Problem. Oder wir gehen einfach davon aus, dass hier keiner aussteigen möchte. Ja, jetzt hat es funktioniert. Wunderbar. Ja, hier oben haben wir dann so einen blinkenden Anzeiger dran. Was mich nämlich auch mal noch ziemlich stark interessieren würde, wer weiß, für was diese Zahl hier außen dran steht, der muss es mir mal bitte unbedingt unten in die Kommentare hineinschreiben. Denn ich habe mir zuerst gedacht, dass dort quasi die Zeit angezeigt wird, mit welcher die Türen noch geöffnet sind. Dass man hier so ein bisschen ja, Druck aufbaut für die Fahrgäste, damit sie endlich einsteigen. Da sich diese Zahl auch nicht nach unten bewegt und auch in keiner Art und Weise irgendwie verändert, kann es das ja irgendwo eigentlich nicht sein. Deswegen schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, für was das eigentlich da ist. Würde mich wirklich interessieren. So, und hier hinten möchte scheinbar keiner rein, deswegen bleiben hier die Türen zu. Da steht zum Beispiel auch eine 11 dran. Das ist vielleicht für die entsprechende Türanzahl im Zug ist, könnte ich mir jetzt noch so vorstellen. Aber der wird ja auch maximal in Doppeltraktion oder vielleicht Dreifachtraktion gefahren, der Zug. Und da hast du eigentlich auch keine 11 Türen, von daher kann das eigentlich auch nicht so sein. Naja, mal gucken, irgendwer wird es schon wissen. So, und Bahnsteig 1 ist dann wahrscheinlich das hier drüben, aber das ist bei der Deutschen Bahn öfters mal so, dass da Bahnsteige, ich sag mal, relativ kurios beschriftet werden. Am liebsten bringe ich da immer das Beispiel an vom Mannheimer Hauptbahnhof, wo da plötzlich so ein Gleis zwischendurch, ja, einfach mal vergessen wurde. Kommt bei der Deutschen Bahn auch mal wieder vor, ne? So, die Türen sollten sich eigentlich schließen. Wir haben es, 38 haben wir es noch. Und 39 ist dann erst die Abfahrt. Also wenn wir uns auf die Aktion Zeigersprung beruhen, dann müssten wir genau mit dem Sekundentakt der 39. Minute hier abfahren. Was sicherlich nicht der Fall sein wird. Genau. So, Bremsstellung 4 können wir hier aber auch schon mal ein Stückchen lösen.
dann sind wir etwas schneller beim Abfahren. Bremssteigung 1 reicht uns. Die Hauptsache ist nur, dass der Zug nicht wegrollt. Weil wenn der wegrollt und die Fahrgäste noch am Ein- und Aussteigen sind, dann haben wir echt ein Problem. Das habe ich einmal am Bahnsteig erleben dürfen, als Fahrgast. Und zwar wollte da jemand mit einem Kinderwagen einsteigen. Es ist zum Glück nichts passiert, aber um Haaresbreite wäre da der Kinderwagen zwischen Bahnsteigkante und Gleis gerutscht. Beziehungsweise hätte sich halt so verkeilt. Der Kinderwagen selbst hätte nicht dazwischen gepasst, aber das wäre ein Unfall, der definitiv zu vermeiden wäre, wenn eben die Bremse angezogen wäre, ne? So, Leistung aufbauen. Raus aus dem Bahnhof. Und ab die Post. So, das BÜ-Signal blinkt schon, wunderbar. Deshalb sollte der Bahnübergang zumindest wahrgenommen haben, dass die entsprechenden Rollmaterialien hier unterwegs sind und dass sich eben ein Zug nähert. Denn ein Indikator dafür, dass die Schranken wirklich geschlossen sind oder dass dieser Bahnübergang gesichert ist, ist auch das BÜ-Signal nicht. Es zeigt dir lediglich an, dass der Bahnübergang zumindest die Information empfangen hat, dass eben ein Zug in Annäherung ist. Ansonsten hätten wir hier auch vom Bahnübergang anhalten müssen, den entsprechend sichern und so weiter und so fort. Das übliche Spielchen, sag ich mal. So, nächster Halt wäre dann Puttgarden, der entsprechende Fährbahnhof. Der wohl markanteste und interessanteste Bahnhof auf der gesamten Vogelfluglinie. Den Namen Vogelfluglinie hat sich die Strecke übrigens auch wahrscheinlich daher verdient, dass eben die Zugvögel im Herbst oder Frühling entsprechend auf dieser Route unterwegs sind und halt nach Norden oder in den Süden geflogen sind. Und weil diese Strecke auch auf demselben Richtungssektor oder auf dem selben Richtungsvektor, besser gesagt, sich bewegt, daher könnte sich dieser Name ableiten. Beziehungsweise Namensgeber sein. Also auch da stammt wahrscheinlich wieder der Name der Strecke aus der Natur. So, Leistung wieder runter auf 0. Erstmal die 100 wieder erreichen. Und dann geht's wie gewohnt weiter. Und dass eben die Strecken ihren Namen von der Natur bekommen, das haben wir an relativ vielen Stellen. Sei das die Tauernbahn, sei das der Gotthard, die Gotthardbahn, wobei es den Gotthard als Berg nicht gibt, ne? Hatte ich schon öfters angeführt. Aber das Gotthard-Steinmassiv, eine Bergverkettung, die existiert eben. Eine Gotthard-Autobahn haben wir. Die Rheinstrecke, die Rheintalbahn. Und so weiter und so fort. Ruhrtalbahn, auch von GBE übrigens. Und so weiter und so fort. Lassen sich unzählige Beispiele finden. Genau. Ja, hier stellenweise tut so ein bisschen auch die Bodentextur in das Gleis reinleuchten. Da könnte man vielleicht auch in einem späteren Update nochmal mit der Walze drüber gehen. Ob das möglich ist oder ob das so einfach möglich ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, wenn man das entsprechend auch mal an GBE mit kommuniziert, dann wird das entsprechend auch in einem Update mal mit verschwinden. Also ich zumindest habe mit GBE an der Stelle relativ positive Erfahrungen gemacht, was eben diese Feedback-Möglichkeit angeht. Und ich bin mal gespannt, ob für die Strecke überhaupt ein Update rauskommt. Weil alles in allem, ich finde es so von der Gestaltung her sehr, sehr, sehr schön. Gerade die Vegetationsobjekte wurden meiner Meinung nach besser platziert als auf der Marschbahn zuvor. Da hatte ich immer so ein bisschen das Problem damit, dass halt die Vegetationsobjekte ein bisschen zu nah am Gleis standen. Aber das scheint auch hier einen relativ guten, Einklang gefunden zu haben. Wir haben hier so diese, 1 Meter
der so gefühlt nur mit Schotter bedeckt ist, wie man das auch von der echten Eisenbahn kennt, wo zwischendurch mal ja, ein paar kleinere Pflänzchen mit herausragen. Ne, sieht man hier mal. Aber das ist ja auch komplett natürlich und schaut auch wirklich gut aus. Alles in allem eine sehr idyllische Gegend hier oben. Sehr viel Flachland. Geprägt von ja, immer mal wieder eine Straße, eine Schotterpiste, landwirtschaftlich genutzten Flächen. Und natürlich der See. Die See spielt hier oben einen sehr, sehr großen Faktor, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Tourismusbranche. Na gut, zählt ja indirekt oder eigentlich direkt mit in die Wirtschaft hinein. Der Schiffsverkehr und so weiter und so fort. Auch hier wieder BU-Signal blinkt. So muss es sein. Und wir dürfen runterbremsen auf 90. Hier die LF6-Tafel. Der Zug hat auch gute Bremseigenschaften, muss ich sagen. Gerade wenn du dann den Kombinationshebel hier drüben, der ja wahrscheinlich mit ja, Motorbremskraft dann hier eigentlich abbremst, ja, spätestens so im Bereich dritte, vierte Bremsstufe, da reagiert er dann relativ stark. Und hier drüben, das wird die ja, typische Luftdruckbremse sein, aber ich sehe hier schon für Bremsentest ausschließlich. Also der wird wahrscheinlich nicht für die normalen Bremsungen genutzt. Wobei ja auch hier beim Anziehen die Luftdruckbremse mit angelegt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass der Zug da eben aus einer ja, Kombination der Bremssysteme arbeitet, dass sowohl Luftdruckbremse als auch die Motorbremse oder ja, Traktionsbremse genutzt wird. Was mich vor allen Dingen bei dem Zug wundert, ist so eine relativ ja, außergewöhnliche Höchstgeschwindigkeit, weil eine Höchstgeschwindigkeit so von naja, 100, 120, 140, 160 ist jetzt so relativ typisch, aber 180, das liegt ja jetzt so weder im, ich sag mal, wie soll ich sagen, also es liegt nicht im Hochgeschwindigkeitsbereich, der beginnt eigentlich so bei der Eisenbahn ab 200 km pro Stunde und aufwärts. Aber das ist halt doch schon so die Untergrenze davon. Allein das hat mich schon bei der ja, ersten Kennenlernfahrt mit diesem Fahrzeug vor etlichen Jahren schon so ein bisschen berührt. Aber vielleicht ist es ja in Dänemark eine Geschwindigkeit, die durchaus auch auf ja, Hochgeschwindigkeitsstrecken, auf Schnellfahrstrecken an ein oder anderen Stellen gefahren wird. Beziehungsweise ich kann dir auch gar nicht verraten, ob Dänemark überhaupt über Hochgeschwindigkeitsstrecken in dem Sinne verfügt. Aber auf jeden Fall wäre es mit dem Fahrzeug hier durchaus möglich, auch auf Schnellfahrstrecken zu fahren. Und im Rahmen eines Modernisierungsprogramms wird ja auch auf den Gummilippen sowohl das ATC-System, ich glaube auch für Schweden verbaut, dann ERTMS, also European Rail Traffic Management System müsste sein, was unter anderem halt auch ETCS mit umfasst, also European Train Control System und natürlich die PZB, punktförmige Zugbeeinflussung auf Basis der Indusi I60. So, aber das ist nochmal ganz kurz abgespalten, nicht mit im Modernisierungsprogramm enthalten. Die Fahrzeuge, die jetzt mit PZB unterwegs sind, das soll auch so bleiben, aber ETCS ist halt für die neuen Züge dann. Hier nochmal ein wunderschönes Bild von außen. Und man sieht auch richtig, wie sich der Zug mit dem Gleisbogen mitneigt. Wie gesagt, Neigetechnik selber hat er nicht, aber ich fände sogar, wenn der eine Neigetechnik drin hätte, und das hätte aus meiner Sicht eigentlich auch verdient, dann könnte er seine Stärken vielleicht nicht nur im ja, dänischen Bereich oder im skandischen Landesbereich ausspielen, sondern sicherlich auch auf deutschen Strecken im Mittelgebirge oder
auf Nebenbahnen. Weil ich glaube, das ATC-System, also dieses Zugsicherungssystem, was eben in Dänemark und unter anderem auch Schweden benutzt wird, das müsste ja auf Basis von ZUB 123 basieren. Also wie man das auch vom Schweizer Standard her kennt. Weil ZUB oder ja, ZUB wird es eigentlich immer ausgesprochen, ich sage gerne immer ZUB, auch wenn es ZUB heißt, wurde ja auch bei der deutschen Neigetechnik verwendet im 612er. Zumindest ist da halt das, ja, ich sag mal, Grundlagensystem auf diese Technik aufgebaut. Die Übertragung halt, wann dieser Zug sich einneigen muss in den Gleisbogen und so weiter und so fort. Das ist ja alles in diesen, ich sag mal, Eurobalisen hinterlegt. So, einmal kurz gehupt. Auch wenn wir hier Bahnübergangsschranken haben, gar kein Problem an der Stelle. Aber 100 darf hier nur gefahren werden. Wir sind zu schnell. So, Großenbrode, Gleis 2. Ist stillgelegt, okay. Und wir dürfen gleich wieder 120 fahren. Da vorne leuchtet irgendwas rot. Ach, okay, ist nur ein Auto. Ich hätte jetzt gedacht, hier kommen Gleisarbeiter. Und 120. Gib ihm. Nee, aber wir werden ja noch schneller. Also das ist hier längst noch nicht die Höchstgeschwindigkeit des Zuges. Wir brettern noch heute mit bis zu 160 km pro Stunde über die Schiene. Wir nehmen jetzt hier schon so ersten Anlauf, könnte man behaupten. Für die entsprechende Fehmarnsundquerung. Und Fehmarn ist ja auch durch die Fehmarnsundquerung zur Halbinsel geworden. Einfach dadurch, dass wir halt eine ja, direkte Verbindung haben zum Festland. Über diese Brücke eben. Ich dachte auch, die Fehmarnsundquerung, die müsste so 70er, 80er Jahre, würde ich die jetzt mal einstufen, fertig geworden sein. Aber an der Stelle wirklich keine Garantie dafür. Und ich glaube, das hier ist sogar schon die Auffahrt zur Fehmarnsundquerung. Wir werden es gleich sehen. Dann müsste hier auch... Ja, hier kommt 160. Dann ist das offiziell hier die Auffahrt zur Fehmarnsundquerung. Und Vollgas. Genau. Mit 160 geht es hier auf den kleinen, künstlich aufgeschütteten Berg zu. Wir sehen hier rechts, beziehungsweise ja, links auch gleich, schon das große, weite Meer, die wunderbare Ostsee. Und damit dürfen wir dann auch das erste Mal hier öffentlich im Video die Fehmarnsundquerung anmoderieren. Da war sie gerade schon zu sehen. Eine wunderschöne große Brücke, die hier eben ja, gewissermaßen die Ostsee überquert. Ein riesiges Bauwerk unglaublichen Ausmaßes. Genau. Hier oben sehen wir auch schon so diese, ich sag mal, kleine Wind, diese Windlasche. Wunderbar. Das wohl markanteste Zeichen auf dieser Eisenbahnstrecke. Genau, die 160 können wir auch direkt beibehalten. Da habe ich jetzt nur ein bisschen zu früh die Leistung schon runtergedreht.
Unglaublich. So, ich glaube, hier brauchen wir dann schon Leistungsstufe 2 oder 3, damit der Zug auch wirklich seine Geschwindigkeit beibehält. Weil desto schneller der auch fährt, desto mehr braucht er natürlich auch an Dieselkraftstoff. Und da gibt es auch noch zu erwähnen, dass die Fahrzeuge der Gummilippenflotte eben entsprechend, ja, im Jahr, wobei aufs Jahr möchte ich mich jetzt echt nicht festlegen, aber die wurden in den letzten Jahren stärker, was die Leistung angeht. Die haben mehr zur Verfügung gestellt bekommen. Mit anderen Worten, der Zug wurde getuned und aufgemotzt. Im Rahmen eines Modernisierungsprogramms wurden auch entsprechende Erneuerungen oder Veränderungen im Zug beschlossen, was unter anderem zur Folge hatte, dass die Teppiche ausgetauscht werden, dass eben neue Sitzbezüge draufkommen in der kompletten Gummilippenflotte. Und das hat auch die dänische Staatsbahn wirklich richtig, richtig viel Geld gekostet. Aber bereits nach der Modernisierung hatte man dadurch schon alleine sichergestellt, dass eben für die nächsten 10 Jahre diese Fahrzeuge nach Möglichkeit und unter Berüchtigung oder Berücksichtigung der entsprechenden Hauptuntersuchungen, dass sie eben für die nächsten 10 Jahre im Einsatz bleiben werden. Und die Züge werden ja auch von der dänischen Staatsbahn sowohl inländisch als auch ausländisch genutzt, sowie im hier bereits zu sehenden grenzüberschreitenden Verkehr. Also mit Abzweige Burg. Das müsste der einzige größere Abzweig sein auf dieser Strecke. Der führt, ich glaube, zu Burg auf Fehmarn, heißt dieser Bahnhof. In wenigen Minuten erreichen wir den Fährbahnhof Puttgard. Unser Zug wird nach einem kurzen Aufenthalt weiter auf der Fährbahn. Bitte beachten Sie, dass Aufenthalt im Zug und auf dem Eisenbahndeck der mit Überfahrt nicht gestattet ist. Bitte verlassen Sie den Zug nach Ankunft auf der Fähre und suchen Sie den Oberdeck auf. Der Zug wird anschließend verschlossen. Kurz vor Ankunft in Rüschbühl können Sie wieder in den Zug einsteigen. Tja, was ist hier? Hier per Minute nur die freien Tür verhöhnen in die Motgelle. Wozu will ich vorstellen, dass der Kurs oben noch fällt? Wenn man will, erobern, erhielt jeder Motoren, elementiert man den Decken und oben fällt. Wenn die volle Toren, entweder die Einkommen kommen und sie entweder der Ausdeck. Toren lügen dafür. Kurz vor die Einkommen Rüschbühl kann der oben auch Motoren gehen. Dear passengers, in a few minutes we will reach the ferry terminal in Puttgard. Our train will continue after a short stay on the ferry. Please note that stay is not permitted on the train or on the railway deck during the crossing. Please leave the train after arriving on the ferry and look for the upper decks. The train is then closed. Shortly before arriving in Rødby, you can board the train again. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Umgang befindet sich vierter Stopp. Exit will be to the left. Ganz genau, Ausstieg in Fahrtrichtung links und unsere Fahrgäste dürfen auch schon bald rauswerfen, denn wir müssen bereits runterbremsen auf 100 und damit kündigt sich indirekt schon der Bahnhof von Puttgarden an. Zu unserer Rechten hier nochmal ein Windpark und hier ab dem Signal dann 100, genau. So, Puttgarden Gleis 3. Wir fahren ein dann ins Stumpfgleis und ich sehe dort vorne auch schon eine Langsamfahrtsignalisierung. Wir werden sicherlich auch gleich noch unmittelbar vor dem Hauptbahnhof entsprechend VR0 signalisiert bekommen, also Vorankündigung für Halt. Genau, verkürzter Bremsweg, 30 km/h erwarten. Ach, und hier musste man dann doch irgendwie was bestätigen. Ich habe gerade die Taste Q noch gedrückt. Wahrscheinlich gibt es dann hier doch irgendwo eine Sicherung, die teilweise mit eingebaut wurde. So, auch wenn wir hier einen verkürzten Bremsweg haben, allzu weit runterbremsen wollen wir noch nicht. Noch kurz ausrollen lassen und dann da vorne ab dem Signal gelten die 30er erst.
Damit kann man nämlich teilweise wirklich nochmal schön Zeit rausholen. Gerade wenn man sich während der Fahrt etwas verspätet hat, was bei mir eigentlich ja immer der Fall ist, weil ich es einfach genieße, Eisenbahn zu fahren und am liebsten auch gar nicht in den Zielbahnhöfen meistens die Fahrt beenden möchte, sondern direkt am liebsten wieder die Retour mache. Und nee, aber wer halt möchte, der kann gerade bei solchen Abbremsmanövern immer nochmal richtig schön Zeit sparen. Wichtig ist immer, aufpassen, die PZB könnte einem da in die Quere kommen oder halt auch LZB. Je nachdem, nach welchem System man da fährt. Ich hatte es angekündigt, wir fahren jetzt hier ein in den Bahnhof von Puttgarden. Auf der linken Seite hier entsprechendes Stellwerk. Dort vorne auch die entsprechende Fähre, auf welche wir sicherlich noch drauf fahren werden. Genau, auf die Fähre geht es dann auch noch drauf. Und ich hatte vorhin schon mal das große Thema angesprochen, die Fehmarnbeltquerung. Was hat es damit auf sich? Die Fehmarnbeltquerung sieht quasi vor, einen Tunnel unter dem Meer hindurch. Natürlich, wie das bei den meisten größeren Bauprojekten der Fall ist, geht es damit einher, dass entsprechende Umweltschützer das Ganze sehr, sehr, sehr kritisch sehen. Deswegen, ich werde jetzt auch an der Stelle nicht meine Meinung zu dieser geplanten Trassierung, darstellen, weil ich finde halt einfach jeder persönlich auch so seine Meinung mit einzubringen. Aber alles in allem, das beschreibt halt ein Projekt, was quasi einen Betontunnel vorsieht, der unter dem Meer hindurchgehen soll, der quasi zwei Spuren für die Eisenbahn umfassen soll, also oder zwei Gleise besser gesagt, und jeweils drei Spuren bei der Autobahn, wobei zwei Fahrspuren sind und jeweils ein Standstreifen, Anhaltestreifen nebendran. In der Mitte soll ein sogenannter Fluchtdurchgang bestehen und natürlich für Wartungszwecke ein kleinerer Tunnel. So, wir lassen nochmal ganz kurz die Fahrgäste hier aussteigen in Puttgarden an unserem Zielbahnhof. Genau. Und die entsprechende Fehmarnbeltquerung ist halt geplant in der, unmittelbaren Umgebung hier vom Puttgarder Bahnhof. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das rechts daneben war in Fahrtrichtung jetzt oder links daneben. Auf jeden Fall, die Möglichkeit soll hier irgendwo im Großraum Puttgarden bestehen. Hier drüben sehen wir so eine Art Zollabfertigung oder beziehungsweise, so einen Bereich, wo man halt sich wahrscheinlich ein Ticket kaufen muss für die Fähre, wo man mit dem Auto, dem LKW oder dem Bus, je nachdem welcher Verkehrsteilnehmer man halt gerade ist, ein entsprechendes Ticket kauft und dann damit hier hinten durch den Hafen hindurchfährt. Und dann geht es hier vorne meistens bei Scandlines oder Scandlines heißen die, glaube ich. Nee, Scandlines, genau. Da geht es dann in dem Fall auf die Hybridfähre, welche besonders damit beworben wird, dass sie halt möglichst umweltschonend ist. Hintergrund ist der, dass dieses Fahrzeug größtenteils, ich dachte, Wasserstoff ausstoßen soll, in Form von entsprechend weißem Wasserdampf. So, Türen sind noch geöffnet, okay. Wie lange halten wir denn in Puttgarden? Bis 9.03 Uhr. Wir haben erst 9.03 Uhr, okay. Dann wird es sicherlich auch gleich wieder weitergehen. Der komplette Zug ist während der Fährfahrt dann leer. Und die Fahrgäste müssen wahrscheinlich irgendwie in Kabinen rein oder an Deck des eigentlichen Schiffes, was halt nicht für den, raus halt aus diesem Bereich, wo die Autos, LKWs und Züge abgestellt werden. Gut, es geht dann dort vorne weiter mit Schleichgeschwindigkeit. 10 km pro Stunde. Türen sind noch geöffnet. Aber gleich nicht mehr. So, die Person steigt schon mal ein, okay. Bremse kann gelöst werden schon mal langsam. Und dann, wir haben es 9.04 Uhr. Wir haben schon Verspätung. Na, komm, liebe Tür, schließ dich endlich. Okay, hier vorne haben wir jetzt sowieso noch in Anführungszeichen das Problem, das wir halt zu erwarten haben. Gut gemacht, Sie sind in Puttgarden angekommen. Jetzt fahren Sie mit Ihrem Zug auf das Fährschiff nach Dänemark nicht schneller als 10 km pro Stunde. Vorher holen Sie sich mit der Tab-Taste die Erlaubnis für das Gleissperrsignal. Alles klar, bei der Fahrdienstleitung angerufen und dann beschleunigen. Im ersten Bereich dürfen wir noch etwas schneller fahren, aber die 10 Kilometer dann
Ab hier vorne, ne? So. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Was aber sicherlich auch damit zusammenhängt, dass wir eben auf ein Schiff drauf fahren. Und das würde mich mal persönlich besonders interessieren, nämlich wie man das hinbekommt, dass wirklich das Schiff auch in dem Moment so still steht, dass quasi der Zug problemlos auf diese Fähre drauf fahren kann. Weil das sehe ich an der Stelle ehrlich gesagt als größte Herausforderung. Aber ich denke mal, da hat man das auch irgendwie so gelöst, dass die Schienen halt in einem gewissen Maß irgendwo beweglich sind. So. Die wunderschöne W-Tafel. An der Stelle müssen wir hier nicht anhalten. Ja, der Bereich hier wird in der Regel von so einer Art Lotsen oder ja, Bahnaufsicht nochmal abgesperrt. Die tragen dann so eine, ja, Kelle in der Hand, wie man das auch von der Polizei kennt teilweise. Haben auch die entsprechende Warnkleidung an, damit sie eben nicht über den Haufen gefahren werden. Weder vom Zug noch von den Autos. Und ja, dann geht's hier für uns drauf. Aufs Schiffchen. Auf das Schiff Deutschland. Die Scandlines Hybridfähre. Geil gemacht. Wahrscheinlich gibt es hier auch mehrere Ebenen, wenn ich schon diese große Auffahrrampe sehe. Da können die dann sicherlich mit ihren Autos auch noch hier oben rein oder so. Ja, ich denke mal, hier hinter könnte sich noch so ein Laderaum verbergen. So, und dann halten wir hier auf der Fähre an. Weiter können wir nicht fahren. Und ja, ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz, ganz herzlich einerseits für die Bereitstellung dieser wunderschönen Strecke hier von DTG, von GBE, sorry. Und ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, allseits gute Fahrt, dein Thinking Flanio, bis zum nächsten Mal. Und das nächste Video kommt in 3 Tagen um 14 Uhr. Däumchen hoch, wenn es dir gefallen hat. Hau einmal drauf, damit er blau wird. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal.